So, liebe Freunde, willkommen zurück. Witcher 3 steht wieder auf dem Programm. Das letzte Mal haben wir ja hier diesen Schrein, ja, befreit, nicht? Von Ghulen haben wir die Ghule vertrieben. Und ich sehe, da wird mir auch ein Händlersymbol angezeigt. Ein Kräuterkundler, okay. Zeig mal, was du hast, Kollege. So, können wir dir irgendwas andrehen? Okay, für Apfelsaft zahlt er schon mal ein bisschen mehr. Wir müssen natürlich schauen, dass wir auch Alkohol irgendwo in der Tasche haben. Haben wir denn überhaupt Alkohol in der Tasche, um unsere Tränke mal aufzufüllen? Alchemiezutat, die würde der natürlich gerne nehmen. Aber zahlt für alles nur ein, was ist das, Silber oder so, ne? Schöllkraut, hier, Alchemistenpulver, ja komm. Das können wir dir mal verkaufen. Eine Essenz, ein Weinstein, Quecksilberlösung 7. Weiß ich nicht, ob wir die noch brauchen. Phosphor, hier haben wir noch zum Beispiel Alkohol, okay. Das andere sind alles nur Blumen, Kräuterschnaps, Herzogenwasser, Zahldomain 3, da verkaufen wir dir mal das. Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt hier brauchen, was nicht. Das ist natürlich alles so unheimlich viel. Und da fehlt uns natürlich noch so ein bisschen die Erfahrung. Das Ghoulblut zum Beispiel, das ist recht wertvoll. Ich weiß auch nicht, ob wir das noch brauchen oder nicht brauchen, damit das angezeigt wird als ein Meistergegenstand. Heben wir erstmal auf. 6 Stück wirkt schon relativ viel. Ich weiß nicht, ob wir 6 Stück wirklich brauchen als Ghoulblut. Hier unten, das, was er nicht haben möchte, was ist denn das eigentlich? Das ist dann Giftextrakt, okay. Sollten wir später mal merken, dass wir das nicht brauchen, verkaufen wir es. Plunder. Reines Silber. Dann sollten wir mal aufheben. Den anderen Plunder möchte er nicht haben. Sollten wir später mal merken, dass wir da nicht so viel brauchen, dann können wir es auch verkaufen. Aber ich bin im Moment noch relativ unsicher, da ich nicht weiß, was wir brauchen und was nicht. Gut. Dann mal, würde ich sagen, weiter zum nächsten Fragezeichen, oder? Ja. Hier runter. Das ist immer wie so ein Überraschungsbonbon, wenn man... Ey, aufpassen. Wenn man mal schaut, was es da alles gibt. Kann ja immer verschiedene Sachen sein. Okay, ich sehe da schon einen Gegner. Dann mal wieder unseren Schutzschild an. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Bär. Level 6. Oh, und der steckt richtig fett weg. Ach du Schande. Boah. Boah, hier muss man echt nur ausweichen. Wie soll ich denn den hier besiegen? Der bezieht ja kaum Schaden. Okay, gut, man muss eigentlich nur ausweichen, wenn er hier stampft oder irgendwas macht. Aber ich mach bei dem... Ich kitzel den ja nur. Fast hätte er mich jetzt erwischt. Boah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hammern? Oh, wir haben ihn. Ach du Scheiße. Und da gibt es auch nicht mal was Gutes. Rohes Fleisch, Bärenfell und Bärenfett. Na, geht's set. Okay, also mit Level 6 sollten wir uns vielleicht noch nicht unbedingt anlegen. Aber wir haben einen neuen Fertigkeitspunkt bekommen. Das ist sehr schön. Also wieder direkt rein in den Charakter. Und wir machen, denke ich mal, hier auch weiter, weil alles andere macht jetzt wenig Sinn. Okay. Das war nicht ohne. Können wir hier noch irgendwas looten? Ja, genau. Ein Sattel. Gut, das Ding haben wir gerade benutzt. Ein Sattel. Aber ich glaube, Sattel haben wir doch, oder? Ja. Plus 20 Ausdauer. Was ist den Sattel, den wir hier da unten im Pferd aufgesattelt haben? Plus 20 Ausdauer. Macht keinen Unterschied. Deswegen für uns jetzt nicht so wichtig. Aber war, glaube ich, einiges wert. Und dann mal
direkt weiter. Hopp. Ich würde sagen, wir machen heute mal so eine Art erforschen, ne? So, wie soll man das sagen? So unbekannte Plätze erforschen. Wir spielen heute mal den Forscher. Wir haben heute unseren Forscherdrang sozusagen. Plötze kommt. Nee, ich wollte nicht absteigen, ich wollte mit Plötze rüberspringen. So, hier haben wir Rehe. Die lassen wir mal leben. Auch wenn wir relativ wenig Nahrung haben, aber wir haben jetzt Schwalbe. Wir können auch mal ein Brot essen. Los. Wir haben hier das nächste Fragezeichen. Gucken wir mal. Kommen wir hier runter? Jawohl, hier kommen wir runter. Nächste. Oh, was haben wir hier? Haha, okay. Schmugglerversteck. Alles klar, das war auch sowas wie ein Schatz. Oh, Zwergenschnaps ist gut. Das brauchen wir, glaube ich, für unsere Tränke. Na komm. Hier geht's noch weiter. Sehr schön. Talk und irgendeine Insignie. Da schauen wir gleich mal nach, was das sein soll. Erz und Pferdehaut. Und das war's wohl. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwo was anderes rumliegt. Komm, tauch mal, Geralt. Aber die Hexerfähigkeit zeigt mir auch nichts mehr an. Ne, das war's dann wohl schon mit dem Schmuggler. Ah, was ist das? Ahahaha, von wegen, das war's schon. Ah, guck dir an. Also wenn du da echt nicht ganz genau suchst, dann entgeht dir selbst sowas. Okay, das sind hier nur die Fässer, die wir zerstören können. Ah, guck mal an. Also da musst du echt ganz genau suchen. So. Gut, wir hatten hier das hier bekommen. Eine kleine Igni-Glyphe. Verbesserung wird in freien Fassung eines Ausrüstungsgegenstandes platziert, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Das heißt, hier wird dein Igni um 2% erhöht. Für diese Verbesserung brauchst du einen Gegenstand mit passender freier Fassung. Okay. Gut. Dann halt nicht, aber Igni, was war ein Igni? Igni war Feuerschaden. Ich hätte gern Quen als Verbesserung. Da das was Defensives ist. Und ich glaube, damit fahren wir erstmal ganz gut. So, nächstes Fragezeichen haben wir hier unten noch einiges. Das sieht mir doch wieder aus wie Untote. Aber da müssen wir irgendwo hier runterkommen. Ja, Plötze möchte ja nicht runterspringen. Aber da unten sehe ich auch was im Wasser. Das müssten wir mal taktisch anders machen. Wir lassen mal Plötze zurück. Autsch. Und gucken mal nach. Können wir das? Ja, wir können. So. Na super, eine Tabakspfeife. Ja, na GZ. Okay, hier liegt jemand. Eine leere Flasche. Wahrscheinlich zu Tode gesoffen. Fell eines weißen Wolfes. Was haben wir hier? Eine Höhle. Nee, keine Höhle. Das ist eine Brücke. Okay. So. Noch ein bisschen Lederarmbänder. Und, oh. Neue Ertrunkene. Level 4. Na, dann komm mal ran. Schade, dass man die noch nicht einzeln pullen kann. Ich habe jetzt Angst, hier alleine reinzustürmen. Obwohl, wir haben den Level 6 Bären. Haben wir hier erwischt. Da werden wir wohl auch hier mit solchen Untoten fertig werden. Außerdem haben wir jetzt unsere Schwalbe. Gut. Perle, ertrunkenen Zunge, Pechdraht. Ist hier noch irgendwas? Na klar. Na komm. Ertrunkenen Zunge und ertrunkenen Hirn. Okay.
Also das war kein Questgegenstand. Anscheinend gibt es noch mehr Hörner. Oder wir brauchen die noch für was anderes. Mal schauen. So, weiter geht's. Das war nicht das Fragezeichen, wohlgemerkt. Denn die Markierung ist immer noch weiter östlich. Und da sehe ich schon die nächsten. Bewachter Schatz. Okay. Haha. Schätze sind immer gut. Allerdings bewacht ist nie gut. Ich habe da auch jemanden schreien hören. Oder täuschte das? So. Da hinten sind nochmal zwei. Mal so eine Schwalbe reinpfeifen. Komm mal ran, Kollege. Genau, komm schon. Haha. Okay, es wird auch langsam besser. Zack. Sehr schön. Monsterherz. Jawohl, lecker. Njam, njam. Wieder ein ertrunkenen Hirn. Auf einmal findet man die ertrunkenen Hirne wie Sau. Vorher haben wir sie gesucht. Und nichts gefunden. Die können wir nicht looten. Monsterklaue. Sollte man bei mir das Gamepad hören in der Aufnahme, tut es mir leid, aber das ist im Kampf unumgänglich, dass man da manchmal so ein bisschen draufhämmert. So. Oh, viktorianische Klinge. Nee, visokarische Klinge, nicht viktorianische. Und neues Rezept. Und hier gibt es auch was Neues. Oh, da müssen wir gleich mal reinschauen, Freunde. Was haben wir denn halt hier? Die ist schlechter. Die ist besser. Leichte Rüstung. Ich würde gerne auf mittelschwere Rüstung gehen. Es gibt ja hier leichte, mittelschwere, schwere. Allerdings ist die natürlich besser. Deswegen ziehen wir sie erstmal an. Alles andere war noch Kladderadsch, was wir nicht brauchen. Okay. Außerdem gibt es noch Rezepte für ein Schwert und für Tränke oder irgend sowas. Gut, dann schauen wir mal auf die Weltkarte. Also, wenn man das abklappert, findet man echt hier so, so einiges, was man brauchen kann. Also, es lohnt sich eventuell neben den Quests auch hier diese Fragezeichen alle mitzunehmen. Ich meine, wir wollen sie sowieso mitnehmen. Wir wollen sowieso das ganze Spiel erforschen und erkunden. Es soll ja kein Let's Play sein, wo wir nur die Story spielen, sondern wir möchten schon hier alles mitnehmen. Hier zum Beispiel ein Schwert ist vom Schaden ein bisschen besser, allerdings gehen dann die Chance auf Blut ein bisschen nach unten. Hier haben wir nochmal ein Schwert, das ist dann dieses Besondere mit Level 13. Hier haben wir eine interessante Rüstung, Hexerausrüstung. Und hier haben wir... Ja gut, Hexerausrüstung bringt uns allerdings von der Rüstung her nichts, glaube ich. Die hat 30 Rüstungen. Kann ich hier nicht irgendwie vergleichen? Die bringt uns plus 2 Rüstungen. Das lohnt sich dann, glaube ich, nicht, die Materialien einzusetzen, oder? Obwohl, Hexerausrüstung. Müssen wir dann mal schauen. Also vom Beruf her, wie gesagt, ich weiß, wie es funktioniert. Allerdings habe ich natürlich nicht geschaut und nicht irgendwie mich selbst gespoilert, was ich wann, wie, wo jetzt hier herstellen sollte. Das sind alles Sachen, das sollten wir zusammen rausfinden. Und wenn da das eine oder andere vielleicht auch mal falsch ist, dann ist es halt so. So, hier haben wir wieder ein paar Kräuterli. Komm, Geralt, spring mal hoch. Oder kletter hoch, wie du halt magst. Dann nehmen wir ein paar Blümchen mal wieder mit. Sollten wir die Blumen nicht brauchen, dann können wir sie ja verkaufen. Ist dann auch nicht so schlimm. Bringt zwar nur ein, weiß ich nicht, Gold oder was sind das? Kronen sind das hier, glaube ich, ne? Kronen war das. Das andere, was wir gefunden haben, diese Ohren, müssen wir irgendwo tauschen. Das ist wohl hier nicht die offizielle Währung. Ich vermute mal, das wird dann in anderen Gegenden eher gebraucht. Und dann gucken wir mal hier weiter. Da müssen wir hier so ein Stück weit rüber. Monsternest. Ach, da oben. Ui. 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 Gleich so viele. Oh. Fuck. Obwohl, wir haben jetzt eine bessere Rüstung.
Das sollte jetzt einigermaßen passen. Wir bräuchten halt noch ein anderes Schwert, befürchte ich. Weil man hat doch gesehen, wo wir gegen Level 6 Berg gekämpft haben, dass das recht schwer war. Aber das funktioniert hier. Dafür, dass das jetzt 4-5 Ghule waren. Ohne Heiltrank recht gut. Okay. Also ist dann die Rüstung auch schon mit den 32 mehr Rüstung. Das klingt jetzt so wenig. Oder überhaupt 32 Rüstung. Das klang jetzt für mich so wenig. Aber ich würde mal sagen... Ich muss es zerstören. Ja, wie zerstören wir das? Aufnehmen. Monsternester. Zum Zerstören eines Monsternests brauchst du eine Keterische Samon oder Bombe Tanzender Sturm. Begib dich in der Nähe eines Nestes und drücke A, um es hochzujagen. Okay. Genau, zerstören. Wir haben ja eine Bombe inzwischen. Ja. Oh. Fuck. Scheiße, da muss man doch weiter weg. Mist. Aufnehmen. Ghoul Blut. Alghul-Knochenmark. Ein goldener Rubinring und eine Monsterklaue. Okay, merke, wenn man Monster-Dinger in die Luft jagt, immer weit weg. Ja. Ich würde mal sagen, die lassen wir mal hier, oder? Wir können ja hier erstmal weitermachen. Wir haben ja immer noch 3 nicht erkundete Orte. Wir möchten auch nicht hier 2-3 Folgen jetzt nur das machen, sondern wir sollten dann auch mal die Quests weiterspielen. Los, lauf! Aber das Thema ist ja, ich möchte mich schon auch ein bisschen hier ausrüsten. Und dazu sollte man halt dann auch, wir haben auch noch die Schatzsuche offen, sollte man halt diese Fragezeichen doch mitmachen, da man hier, wir haben es ja gesehen, relativ gute Sachen findet. Wenn es bloß ist, um ein bisschen Gold zu machen, beziehungsweise Kronen oder Ohren oder ich weiß nicht, was wir hier alles brauchen. Wie gesagt, ich würde mal vermuten, dass wir in verschiedenen Gegenden, hier kommen wir nicht durch. Oha, oha. Plötze tut... Okay, Plötze ist despawned. Tut mir leid, Plötze. Oh, was haben wir denn hier? Ein Kaufmann. Okay. Aber mit dem können wir leider nicht handeln. Schade, ich dachte schon, wir hätten jetzt hier irgendwas ganz Tolles entdeckt, aber wohl eher nicht. Ja, da sind die ganzen Kräuter. Wie gesagt, ich vermute mal, dass wir dann vielleicht immer irgendwie Geld tauschen müssen oder keine Ahnung, wie das dann so ganz abläuft. Ich weiß bloß, dass es hier mehrere Währungen im Spiel gibt. Und da ist das Fragezeichen und wir müssen irgendwo wieder hoch. Ach Mensch, wir sind... Ich weiß nicht, wir haben uns hier irgendwie verlaufen, verdattelt. Wir kommen hier nirgendwo hoch. Okay, was haben wir hier? Sind wir beim nächsten Fragezeichen? Hier ist ein Weg. Ich weiß, ich bin relativ häufig auf der Weltkarte. Tut mir leid dafür. Aber, naja. Dann werden wir mal hier das Fragezeichen uns anschauen. Und wir nehmen mal... Nein, ich wollte ein Brot nehmen, lieber Geralt. Und gucken wir mal, wo es hier so hingeht. Müssen wir da hier hoch? Da oben ist jedenfalls das Fragezeichen. Das könnte hier dieser Turm sein. Vielleicht da wieder ein Schatz. Dann mal hopp, nach oben. Hier rüber kann das sein. Na, hoffentlich packe ich das jetzt, Freunde. Und spring! Oh, das war knapp. Oh, fuck. Das ist falsches Schwert. Obwohl, Level 1, das passt. Na, komm schon. Was ist denn?
Anführer. Okay. Kann das vielleicht mit der einen Nachricht zu tun haben? Obwohl, das sind Deserteure, die wir da gefunden haben, wo wir die Pfanne geholt haben. Weil da war doch irgendwas mit hier, wir wollen verhandeln und treffen uns. Ich weiß nicht, eventuell, eventuell nicht. Gucken wir mal nach, was wir hier so finden. Anfänger Rüstungsreparatursets, das werden wir brauchen. Hier haben wir Kräuter. Hier ist auch noch einer, den wir uns vorgestellt haben quasi. Und wir sehen auch, dass jetzt auf der linken Seite unser Schwert leicht lädiert ist. Das heißt, wir müssen irgendwann auch mal reppen gehen. Oh, hier sieht es aber... Ohren, Fläschchen. Was war das eben? Das war kein Questgegenstand. Zornig hingekriegselte Zeilen. Wofür soll ich sterben, verdammt? Für Temerien, Vater ist dafür gestorben. Meine drei Brüder sind dafür gestorben. Und was war ihr Lohn? Nichts. Nicht mal ein anständiges Begräbnis. Vater hat immer gesagt, ein kluger Mensch lernt aus den Fehlern anderer. Und ich lerne gerade aus seinen Fehlern. Statt für Temerien zu sterben, werde ich diejenigen ausrauben, die die Söhne Temeriens töten. Ja, okay, das sind ja dann die Nilfgaarder. Wir haben ein Lager aufgeschlagen an einem guten Platz mitten im Wald in der Nähe der alten Mühle. Und jetzt sind wir bereit für unsere... ersten Raubzug. Rüstung verbessern. Ich weiß nicht, was er jetzt mit Rüstung verbessern möchte. Ach, kann das sein, dass wir die Insignien in eine Rüstung reinschmeißen? Aha, okay, alles klar. Insignien gehen also in Rüstungen rein. Okay, also gut, das war dann anscheinend jetzt nur so eine Hintergrundgeschichte. Die wollten wohl hier die Nilfgaarder ausrauben. Finde ich eigentlich gar nicht mal so unsympathisch. Und hier haben wir eine Kiste. Verhörprotokoll. Schema Viperstahlschwert. Das ist doch interessant. Oh, neue Quest. Vipern Schulenausrüstung. Verhörprotokoll. Oh, Jesus, ich kann nicht alles vorlesen. Okay, hier wird jemand verhört. Der Hexer Kolgrim wird beschuldigt, Witti entführt zu haben, den Sohn von Paul, einem Inka in Weißgarten. Der Verdächtige wurde in Untersuchungshaft genommen. Bei der Verhaftung wurde er durchsucht und es wurde ein Schema zum Schmieden eines Stahlschwerts sichergestellt. Das haben wir gerade gefunden, ne? Es besteht der Verdacht, dass dieses Schwert verwendet wurde, um das entführte Kind einzuschüchtern oder womöglich zu töten. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte über weitere Schemas zum Schmieden todbringender Waffen verfügt, obwohl sie bislang nicht gefunden wurden. Ritter Ignatius hat ein vorläufiges Verhör mit Anwendung von Folter angeordnet. Oha. Dieses erfolgt, sobald ein Folterer mit geeigneten Qualifikationen gefunden wurde. Okay, da hat man also einen Hexerkollegen von uns hier gefoltert und dann Addendum. Es hat sich später herausgestellt, dass das Verschwinden des jungen Ertrunkenen, verantwortlich waren. Das kommt mir bekannt vor. Leider starb Kolgrim, bevor diese Information die Ermittler erreichte. Der Hexer hatte ein Ordal dem Urteil des Ritters vorgezogen. Ritter Ignatius war einverstanden und befahl, die Gruft der Familie Viteres von Geistern zu befreien. Kolgrim hat die Gruft nicht mehr verlassen. Wahrscheinlich hat ihm die Ansammlung von Geistern, Erscheinungen und bösen Mächten darin überwältigt. Das erinnert mich an die Story, wenn man in Weißgarten reinreitet, erzählt doch die eine alte Frau den anderen von diesem Schmiedejungen, wo man einen Hexer gefangen genommen hat und sowieso irgendwas gemacht hat. Kann das vielleicht diese Geschichte sein? Hansberger. Hier ist es, Weibernstahlschwert. Nett. Ist auf alle Fälle besser als dieses dorische Schwert. Und benötigt Stufe 2, beide Stufe 2. Wir bräuchten dafür nur noch einen Eisenbahn. Alles andere hätten wir sogar schon. Das ist sehr nice. Das sollten wir uns, glaube ich, mal auch demnächst machen. Und hier haben wir noch ein Silberstahlschwert, was wir, wie gesagt, noch nicht benutzen können. Aber zumindest mal die Stahlwaffe ist ja für Humanoide bzw. Tiere. Und das Silber oder Silberschwerter allgemein sind ja so für Monster und Übernatürliches.
Sehr, sehr nice. Okay, wir haben auch noch dazu eine neue Quest bekommen, wo wir irgendwas suchen müssen. Da gucken wir auch nochmal kurz rein. Das war bestimmt nicht bei Nebenquests, natürlich bei Schatzsuche, logischerweise. Weibernschulenausrüstung. Auf der Reise durch verarmte Lande Velens und die ehemalige temerische Grenzregion fand Geralt Hinweise auf einige Schemas zur Herstellung legendärer Ausrüstungsgegenstände, welche von den Hexern der Weibernschule getragen worden waren. Die Neugier und die als Aussicht, solch unbezahlbare Objekte erhalten zu können, veranlassten ihn, der Spur nachzugehen. Genau, okay, liest den Bericht, haben wir ja. Durchsucht die Burgruinen, haben wir anscheinend auch schon fertig. Finde Schemas für alle Ausrüstungselemente der Weibernschule. Und finde Kolkrams Überreste. Das sind anscheinend dann zwei, die wir hier machen können. Wir sollen dann vielleicht erstmal das zweite Schemata finden. Halt. Weltkarte, wo ist das denn? Wo ist denn hier die zweite Schemata? Zweite Schema quasi. Da oben. Okay, bei den Fragezeichen. Das weiß ich noch. Da hat man irgendwie starke Gegner gehabt. Sollten wir uns mal demnächst hintrauen, hinwagen. Aber zuerst natürlich hier nochmal die zwei Fragezeichen. Also da kommen wir Fragezeichen dazu. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die zwei unbekannten Orte, die unerkundeten Orte. Und von wo bin ich gekommen? Von hier irgendwo, ne? Na, komme ich da irgendwie runter? Probieren wir es mal. Vorsicht. Ja, das passt. So. Nochmal. Na, nein, du sollst ein Brot essen. Also mit dem Steuerkreuz, wo wir dann auswählen zwischen Brot und Waffe ziehen, komme ich nicht so ganz klar. Der nimmt dann immer, warum auch immer, wenn ich nach oben drücke, nimmt er immer ein Schwert. Und ich habe dann Angst, wenn ich mal im Kampf eine Schwalbe nehmen will, dass ich dann das Schwert wegstecke. Okay, da ist das Fragezeichen. Noch einen Deserteur. Beschädigt die Gegner, das wissen wir jetzt, dass da schon was beschädigt ist. Da müssen wir. Uah, echt schauen, verdammt. Okay, hat er geblockt. Da schießt einer auf uns. Zack. Jawohl, nicht so, mein Freund. Okay, die Finisher in Skyrim waren da ein bisschen spektakulärer für mich, aber das ist uninteressant, da das Spiel hier natürlich noch schöner ist und noch. Im Moment zumindest logischerweise noch mehr Spaß macht. Das was Neues ist. So. Da ist was. Da ist eine Kiste. Floren. Okay, das war's schon. Okay, gut. Wenn es das war, dann auf zum nächsten Fragezeichen. Das machen wir noch in der Folge, würde ich sagen. Da holen wir mal unsere gute Plötze. Plötze. Komm mal her. So, hopp. Komm schon. Und dann würde ich gern mir dieses eine Schwert machen, was wir gerade gefunden haben. Und wir müssen in die andere Richtung, Halt. glaube ich. Komm mal, Plätze. Du Los, warst schon auf los. der richtigen Seite. Da hat sich doch Papa vertan. Ich würde mir gern das eine Schwert noch machen, was wir gerade gefunden haben. Also vielmehr das, nicht das Schwert, sondern das Schema zu dem Schwert. Ist ja so, dass man immer bloß hier diese Rezepte findet. Man kann das eigentlich gut mit Rezepte übersetzen. Okay, was haben wir hier? Ach, das ist wieder dieses Dorf. Und diese Rezepte muss man dann zu einem Schmied bringen. Und nicht jeder Schmied kann auch alles herstellen, je nachdem, was für ein Level die haben. Aber da wir eh reparieren müssen und auch mal ein bisschen was verkaufen, dass wir hier an Gold kommen, sollten wir dann eh zum Schmied gehen. Das heißt, wir werden jetzt hier noch das Fragezeichen machen. Und dann gehen wir zum Schmied. Werden uns reparieren, ein bisschen verkaufen. Ja, und dann können wir entweder weiter questen oder wir gehen noch ein paar unerkannte oder unbekannte Orte ab. Müssen wir mal schauen. Ich hätte eigentlich schon Bock, wieder mal ein bisschen zu questen. Mach Okay, langsam. hier haben wir wieder, wie es mir scheint, ein paar Ganoven. Okay. Also scheint die ganze Region hier nur von Deserteuren zu wimmeln.
Komm mal her. Hier wieder ist so ein... Oh, okay, eine Schwalbe rein. Da schießt jemand auf mich. Irgendjemand schießt ja auf mich. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Und rot. Da ist er. Boah, also Level 1 ist jetzt nicht so gefährlich, aber wenn der aus der Ferne schießt und du den nicht schnell findest, kann auch Level 1 für dich gefährlich sein. Also für dich heißt in dem Fall auch für mich. Also für uns. So, gucken wir mal, dass wir hier auch alles mitnehmen, was wir hier looten können. Sollte hier nichts schlecht werden. Okay, was haben wir hier? Wieder ein Lager, wieder einen Schatz. Jäger, oh, oh, nett. Und ein paar Kronen. An das letzte kommen wir nicht ganz ran. Da müssen wir hier hoch. Na, jetzt. Sehr schön. So, dann haben wir das auch. Jawohl, ja. Gut, dann haben wir hier unten die ganzen Fragezeichen mal soweit erkundet. Das hier oben, das lassen wir dann mal für später. Das können wir vielleicht alles hier mal in einen Zug machen. Und hier oben haben wir dann auch noch ein bisschen was. Und hier auch noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir sind schon Folge 11 oder Folge 12. Und kommen noch nicht so wirklich weiter. Weil einfach, wohlgemerkt, das ist das Stadtgebiet. Das ist hier nur ein ganz, ganz kleiner Bereich. Ich kann es euch gerne nochmal zeigen. Das ist nur das Stadtgebiet. Nur einfach wie Art, ja weiß ich nicht, Tutorial kann man sagen. Wir haben dann hier, okay, Burg, uninteressant, wir haben hier noch Velen und Novigrad. Novigrad ist die Hauptstadt, die große. Wenn wir uns nur mal Velen anschauen. Ja. Guckt euch mal nur das hier unten an, ja. Überall noch nichts, überall die Anschlagbretter, wo es Quests gibt. Jedes Anschlagbrett legt ja auch Fragezeichen frei. Hier unten, hier geht's auch noch, keine Ahnung, wo es hier hingeht. Bis hier rüber, bis hier ganz hoch, bis hier ganz rüber. Und hier oben ist dann Novigrad, die Hauptstadt, die schon gigantisch ist. Guckt euch mal nur allein die Stadt an, ne? Das kann man ja alles hier begehen, jede einzelne Straße. Ja, hier ist dann auch noch eine Stadt. Hier gibt es dann auch noch eine kleine Stadt, vermute ich mal. Hier unten auch, hier gibt es eine Menge Sumpf. Und als sei das nicht genug, haben wir auch noch Skellige. Wir haben uns alles schon mal so ein bisschen angeschaut. Und hier unten gibt es natürlich auch noch, guckt euch mal, Skellige wieder zu entdecken. Hier unten überall werden überall noch unerkannte Orte oder unbekannte Orte auffloppen. Ja, Skellige ist nochmal riesengroß. Ich frage mich, wie lange wir hier dran hängen sollen. Und wie gesagt, wir sind gerade mal im Stadtgebiet. Das ist gerade mal das Stadtgebiet, Freunde. Beweg dich! Ja, wo hängt die fest? Jetzt. Mensch, Blötze, bleibt doch nicht überall hängen. Also das ist wirklich ein riesen Ausmaß. Hier halt. Haben wir... Unser Schwert ist schon recht im Arsch. Wir haben keine Schwalbe mehr. Egal, dann meditieren wir mal. Hopp. Ich kann das jetzt nicht tun. Okay, dann lass mal. Was jetzt, du Stück oh, fuck. Okay, Kamuto, wir waren im Kampf. Da lassen wir die mal jetzt außen vor. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange die Folge jetzt schon wieder geht. Wir gehen jetzt noch schnell zum Schmied. Und dann werden wir hier. Wo war denn hier der Weg rüber? Das war der hier, ne? Und dann werden wir hier Folgenende machen. Ich glaube, wir sind schon wieder viel, viel, viel zu lang. Genau, hier ist der Wegweiser. Hier haben wir den Greifen das erste Mal kennengelernt. Um den müssen wir uns auch noch kümmern. Denn unser Hauptziel, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, unser Hauptziel ist ja, Yennefer zu finden. Dafür sind wir ja eigentlich hier. Und das kann uns ja nur der Kerl oben in der Garnison sagen, Nilfgaarder. Und die mag ich ja gar nicht, die Nilfgaarder. So, jetzt aber schnell zum Schmied und gucken, dass wir da uns das Schwert machen können. Und dann werden wir ein bisschen was verkaufen. Wir haben ja ein bisschen was gesammelt. Und dann gucken wir einfach mal. Hopp, 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 hopp. So.
Ja, voilà. So, bitteschön. Genau. Was brauchst du diesmal? Ja, was brauche ich diesmal? Ich hätte gern, dass du mir etwas anfertigst, ich mein möchte, Freund. Dass du mir etwas anfertigst. Aber halt, wir brauchen ja erstmal. Was war das? Ach, und da kannst du es gar nicht herstellen. Er ist ja nur Rüstungsschmied, kein Waffenschmied. Ach ja, da war doch auch was. Verdammt, verdammt. Na gut. Pass mal auf. Ich würde dir gern was verkaufen. Das ist besser. Das verkaufen wir dir mal alles. Was ist mit der Waffe? Die ist auch schlechter. Kann man auch verkaufen. Kermorhem-Rüstung. Würde ich mal aus Sensibilität mal nicht verkaufen. Jägerhose brauchen wir auch nicht mehr. Den Sattel brauchen wir auch nicht mehr. Was hast du denn eigentlich im Angebot? So einen Set, so ein Rüstungsreparatursets wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir mal unterwegs sind. Das Problem ist hier, ich weiß nicht, für welche Stufe das alles ist. Was hast du denn noch so Schönes da? Hier unten hast du Ausrüstung. Die ist schlechter. Das ist ein Hemd. Das haben wir dir alles doch verkauft, oder? Genau, Satteltaschen. Satteltaschen. 30 Kapazität der Satteltaschen. Das heißt, wir würden theoretisch von 24, also von 60 auf 90 hochgehen, wenn ich das richtig verstehe. Kostet 186 Gold. Oder Kronen. Lass mal erstmal sein. Handwerk reparieren. Das da bitte reparieren. Oh, Zustand 43%. Oha. Boah, ist das teuer, das aus... Das, zu reparieren. Das ist ausgerüstet. Boah, da wären wir ja fast pleite. Wir müssen irgendwas mal verkaufen, befürchte ich. Aber wenn ich mir so hier alles mal anschaue, dann ist das alles nicht viel wert. Und da gibt es nicht so viel dafür. Ich meine, klar, hier 85 pro Stück. Die Mertium-Merz. Ich weiß halt nicht, ob wir das brauchen oder nicht brauchen. Ne? Das ist halt immer so eine Sache. 341. Ein Monstern verkaufen. Ups, das wollte ich jetzt nicht verkaufen. Monstern wollte ich verkaufen. Monsterauge verkaufen wir mal. Gehärtetes Holz. Das ist auch gelb. Monsterhaar. Das wird mir allerdings auch als gelb angezeigt. Der Ring ist 59 wert, die Kette 125. Müssen wir verkaufen. Da kommen wir nicht drum rum. So, ich weiß jetzt nicht, wie lang die Folge schon geht. Ich werde dennoch mal schnell meinen Kladatsch verkaufen. Mein Plunder, wir könnten den Plunder abkaufen. Vielleicht, wir haben ja eigentlich bloß noch die in der Taverne da, die Händlerin, ne? Gehen wir mal ganz schnell noch hier rein. Mischa, rein da. Hier, Elsa, komm. Elsa. Brauchst du sonst noch was? Ja, ich brauche ein bisschen. Hast du was Interessantes unter der Theke? Kommt drauf Ohren. An, was du suchst. Siehst dir an? Ich kenne die Währung hier nicht. 100 Honigwabe ist recht viel wert. Aber ich würde gern... Ah, die kauft das alles ab. Okay, die hat 168. Das da brauchen wir auf keinen Fall. Was haben wir denn hier? Pferdehaut ist 39 wert. Davon haben wir 4. Da verkaufen wir mal 2. Zerbrochene Hake nimmt sie uns ab. Der Angel nimmt sie uns ab. Das Fischernetz nimmt sie uns ab. Stumpfes Beil. Muschel. Muschel kann man aber irgendwas mitmachen, glaube ich. Das Hasenfell. Altes Ziegenfell. Insignien der theremischen Spezialverbände. Können wir auch mal verkaufen. Was haben wir hier unten noch für Kladderatsch? Servierplatte, keine Ahnung. Na, die andere kannst du auch noch nehmen. Blumen.
Ja, beide und eine Puppe. Gut, jetzt haben wir schon 478. Es geht doch ganz gut jetzt, wenn wir die ganzen Klaratsch verkaufen. Altes Schafsfell. Tun wir mal zwei. Hat nicht genug. Kaufen wir mal eins. Neun hat sie noch. Können wir hier irgendwas für neun verkaufen? Verkaufen wir mal zwei. Dann hat sie noch ein Gold. Nicht mehr. Gut. Sehr schön. Dann, liebe Freunde, machen wir hier ein kleines Folgenende. Ich glaube, das war jetzt eine relativ lange Folge. Ich weiß nicht, ich habe jetzt leider nicht auf die Uhr geschaut. Beim nächsten Mal werden wir vielleicht mal schauen, dass wir uns diese Vipern-Ausrüstung weiter vervollständigen, beziehungsweise das andere Schema suchen. Und dann müssen wir hoch in die Garnison und müssen den Schmied fragen, ob er uns dann das Schwert herstellt. Da kommen wir leider nicht drum rum. Ich freue mich drauf, bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hier an dieser Stelle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.